Könnte auch ASMR machen. Mein Mikrofon freut sich. Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute schon ein bisschen früher als sonst. Ich bin so stolz. Und zwar spiele ich heute das beliebte Spiel Kiss, Marry, Kill, das ja normalerweise mit irgendwelchen Influencern gespielt wird. Ich habe mir vorgenommen, es mit Buchcharakteren zu spielen. Für alle, die dieses Spiel nicht kennen, ich habe hier ein Schälchen mit Zetteln drin. Auf denen stehen Namen von Buchcharakteren. Und davon werde ich jetzt jede Runde drei ziehen und entscheiden, wen ich davon küssen, wen ich heiraten und wen ich töten würde davon. Und ihr dürft gerne mitraten und mir dann in die Kommentare schreiben, wie ihr diese Kombination, die ich da jetzt ziehen werde, aufgelöst hättet. Ich habe natürlich jetzt nicht die Buchcharaktere aus meinem persönlichen Lieblingsbuch, das niemand außer mir gelesen hat, genommen, sondern bekanntere Charaktere, damit ihr auch mitraten könnt. Also habt viel Spaß und hör auf zu labern, auf geht's. Also, ich ziehe drei Namen. Eins, zwei. Es sind übrigens weibliche und männliche Namen dabei. Und ich habe sie selbst ausgesucht. Ich weiß nun nicht, in welcher Kombination es kommt. So, drei Namen gezogen. Ich habe hier als allererstes Alisa aus Someone to Stay. Dann habe ich hier Professor Lupin aus Harry Potter. Und Neville Longbottom, auch aus Harry Potter. So, und jetzt muss ich entscheiden, wen ich heiraten würde. Also Lupin heirate ich auf jeden Fall. Ich glaube, wenn nicht gerade Vollmond ist, kann man mit dem sehr viel Spaß haben. Ich möchte Neville nicht küssen. Dann küsse ich Alisa und Neville bei aller Liebe wird leider beerdigt. Bitte steinigt mich nicht. In anderer Kombination hätte ich Neville geheiratet, aber das geht so nicht. Nummer zwei. Eins, zwei. Oh, das sind gleich zwei, drei. Sehr schön. So, wen haben wir hier? Ah! Als erstes habe ich hier Furia Fairfax aus Die Seiten der Welt von Kai Meier, Peter Mellark aus Die Tribute von Panem und James aus der Maxton Hall Trilogie. Das ist einfach. James bringe ich um. Ich hasse James. Es tut mir leid. Und ich glaube, ich würde Furia küssen, weil ich finde die sau nervig. Und dann bin ich sie schneller los nach einem Mal küssen. Und Peter würde ich dann heiraten. Er ist auch nicht mein Wunschkandidat, aber ich heirate ihn eher auf... Also ich hänge eher auf Lebenszeit mit Peter rum, als mit Furia. Ich habe gerade echt Spaß. Eins, zwei, das sind zwei. Das sind auch zwei. Was habe ich denn hier gemacht? Das ist ein Einzelner. Wen habe ich hier? Sansa Stark aus Game of Thrones. Isaac, dessen Nachnamen ich nicht mehr weiß, aus Never Doubt. Und Tyrion Lannister, auch Game of Thrones. Oh, was ist das für eine Entscheidung? Sansa bringe ich um. Sorry, ich mag Sansa zwar im Verlauf der Geschichte immer lieber, aber die geht mir am Anfang so auf den Sack. Ich möchte nicht mit der verheiratet sein und zum Küssen ist zu jung. Also... Und dann heirate ich Tyrion, weil den möchte ich auch nicht so gerne küssen, aber ich kann mir vorstellen, dass mit dem eine Ehe sehr lustig sein kann. Und Isaac wird geküsst, der ist ja auch durchaus sehr attraktiv. ASMR! Das war zu laut für ASMR. Eins, zwei, das ist auch nur einer. Drei. Staubfinger aus der Tintenwelt von Cornelia Funke. Gale Hawthorne, auch aus Panem. Und Edward aus Twilight. Edward bringe ich um. Tschüss. Sowas brauche ich nicht. Guckt euch mein Twilight-Video an, ist hier verlinkt. Das reicht als Erklärung, glaube ich. Und dann küsse ich Gale, weil ich mag Liam Hemsworth. Und auch wenn Gale ja eigentlich ein bisschen anders aussieht, finde ich diese Beschreibung von ihm sehr schön. Und ich heirate Staubfinger. Den Staubfinger finde ich toll. Und ich mag auch seinen kleinen, was ist das, Nerz, Marder? Wenn ich den als Haustier hätte, wäre ich super. Eins. Zwei. Und drei. Ori aus Someone Else. Katniss Everdeen aus Die Tribute von Panem. Und Alice aus Twilight. Boah, das ist schwer. Ich mag alle drei. Ich möchte davon eigentlich keinen töten. Also Ori heirate ich. Ich kann Alice heiraten. Nee, dann küsse ich Ori. Das ist wenigstens, der ist ja durchaus attraktiv. Ja, also ich küsse Ori, heirate Alice und dann bleibt mir leider für Katniss nichts anderes übrig als zu sterben. Es tut mir leid, Katniss. Ich mag dich sehr. Aber nicht so sehr wie die anderen beiden. Es wird immer weniger hier. Ich darf da nie reingucken. Eins, zwei, drei. Also, wir haben gezogen Carlyle aus Twilight. Heirate ich. Ohne Frage. Sofort. Dann Mo aus der Tintenwelt. Will ich auch heiraten. Was tut ihr mit mir? Und Harry
Potter. Oh, das ist gemein. Davon kann ich doch keinen töten. Oh, Leute, was macht ihr mit mir? Wenn ich Harry töte, dann gewinnt Voldemort. Aber ich will Mo heiraten. Und ich will auch Carline heiraten. Okay, also... Ich kann das nicht. Das ist gemein. Das ist voll gemein. Was mache ich denn damit jetzt? Okay, also ich möchte Harry auf keinen Fall töten. Auch wenn er mir am unsympathischsten ist von diesen drei Charakteren. Aber das würde irgendwie allen meinen Prinzipien widersprechen. Das heißt, ich küsse Harry. Dann heirate ich Carlyle. Ich glaube, einen Arzt im Haus zu Hause haben ist... Oh, beim Bücherarzt ist auch gut. Nee, ich heirate Carlyle und Mo muss dann aus Ermangelung an Alternativen leider sterben. Es tut mir sehr leid. Ich liebe Mo, aber der ist eigentlich auch schon ein bisschen zu alt für mich wahrscheinlich. Ha, bring mir das hinter uns. Eins, zwei... Ich sehe gerade, ich habe eine Karte zu finden. Also, Percy Weasley, auch Harry Potter, Henry aus der Silbertrilogie und Snape aus Harry Potter. Boah. Ja, ich heirate Henry. Henry ist toll. Und dann küsse ich Snape und Percy gibt mir eh auf den Sack, der kann ruhig sterben. So, und zu guter allerletzt habe ich eine Frage an euch. Erzählt doch mal, die letzten drei sind Haymitch Abernathy aus Panem, President Snow aus Panem. Oh, ich habe schlecht gemischt. Und Jon Snow aus Game of Thrones. Bitteschön, die Kommentare sind da unten. Schreibt doch mal, wen würdet ihr davon küssen, heiraten und töten? Ich bin gespannt auf eure Antworten. Go! So, und damit ist das Video auch schon zu Ende. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn dem so ist, gebt gerne einen Daumen hoch. Schreibt mir auch gerne, ob ich öfter solche Spiele spielen soll. Jetzt habe ich gar nichts mehr zu erzählen. Nächstes Video kommt am Sonntag. Bis dahin gibt es hier noch ein Video zum Gucken und hier könnt ihr abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, Abend, was auch immer. Macht es gut und ciao.